Schopfheim, Wald zu Tiengen. Kennen Sie ihn noch? Den Montagsspaziergänger, der im Januar 2022 von der Polizei verprügelt wurde? Am vergangenen Freitag ging er vor Gericht in die nächste Instanz und kam mit erhobenen Hauptes erfolgreich aus dem Gerichtsgebäude wieder heraus. Ein kurzer Rückblick. Es war der 17. Januar 2022. Ein Mann, damals 31 Jahre alt, wurde in Schopfheim von der Polizei verletzt, da mit einem anderen Mann offenbar verwechselt wurde. Die Polizei hat sich noch am Abend des Geschehens entschuldigt. Wie bereits berichtet, musste der Mann Monate später vor Gericht und eine Strafe sowie hohe Verfahrenskosten bezahlen. Der Richter hat ihn allerdings bereits in einem früheren Fall als Jugendlicher unschuldig verurteilt. Nachdem er damals am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, der erste Verhandlungstag, sich selbst vertreten hat, nahm er am Donnerstag, den 3. November 2022, den zweiten Verhandlungstag des erstinstanzlichen Verfahrens, die Lörracher Rechtsanwältin Annette Scharfenberg. Die Staatsanwältin beantragte an diesem Tag im Schopfheimer Gerichtssaal in ihrem Plädoyer eine Erhöhung der Strafe von 900 auf 1200 Euro, also 40 Tagessätze à 30 Euro. Anschließend zog sich Richter Stefan Götz zur Urteilsfindung zurück. Nach ca. 15 Minuten teilte Götz das Urteil mit. Da nicht der Beweis geführt werden konnte, dass Tobias F. der Rädelsführer der Freiheitsbewegung sei, wird gegen ihn in diesem Punkt das Verfahren eingestellt. Die Gerichtskosten und weitere Auslagen wurden weiterhin dem Beschuldigten auferlegt, da Richter Götz sagt, er sei Teilnehmer an einer verbotenen Veranstaltung gewesen. Nachdem die Lörracher Rechtsanwältin Annette Scharfenberg ihren Mandanten nach seinen eigenen Aussagen bei der Verhandlung im Amtsgericht Schopfheim am Donnerstag, den 3. November 2022, nicht richtig verteidigte und zuletzt dann noch ihr Mandant niederlegte, weil Tobias F. einem von ihr vorgeschlagenen Deal nicht einwilligte, suchte er sich einen neuen Verteidiger. Am Freitag, den 28. April 2023, ging Tobias F., dem man zuvor noch die Rolle des Rädelsführers einer Freiheitsbewegung zu Unrecht beschuldigt hat, vor dem Landgericht Wald zu Tiengen in Berufung. In der ersten Instanz wurde das Urteil von einer Geldbuße in Höhe von 300 Euro verkündet. Zudem soll Tobias F. die Gerichtskosten des Verfahrens tragen. Im Berufungsverfahren nahm sich der Beklagte den aus Funk und Fernsehen bekannten Freiburger Fachanwalt für Strafrecht Dubravko Mandic, welcher den Ausgang der ersten Instanz als Skandal betitelt, weil sein Mandant erheblich verletzt wurde. Ja, Rechtsanwalt Mandic, Fachanwalt für Strafrecht, bekannt aus Funk und Fernsehen, auch in Zusammenhang mit Corona-Verstößen, Impfpassfälschung und dergleichen. Ja. Herr Mandic, wo sind wir hier und was ist heute hier passiert? Wir haben heute eine Berufungsverhandlung gehabt im Zusammenhang mit einer Teilnahme an einem Montagsspaziergang in Schopfheim. Der Mandant hatte sich damals eine Anwältin genommen aus Lörrach, meine ich, und wollte von ihr verteidigt werden. Hat sie auch an einem Tag gemacht. Und letztlich ist sie dann abgesprungen, anscheinend weil er einem Deal nicht zugestimmt hat. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur die Teilnahme, sondern der Strafbefehl enthielt den Vorwurf der Rädelsführerschaft, also dass er da sozusagen auch der Organisator dieser Versammlung war, weil er irgendwelche Zeichen gegeben hätte. Das konnte aufgeklärt werden, dass er nur zu seinem Bruder gesagt hat, da lang, als die da halb eingekesselt waren, die wollten eigentlich nur noch heim, sind auch keine richtigen Querdenker-Szene-Angehörigen oder sowas, sondern wirklich nur Spaziergänger gewesen. Und ja, das ging ja auch hier über Schwarzwald TV, durch die Medien, eigentlich auch ein Skandal, weil der Mandant ja auch erheblich verletzt wurde. Das war natürlich hier gar kein Thema, weil das ist oft so bei Polizeigewalt, oft wird der Spieß einfach umgedreht. Die Polizeibeamten hatten sich damals sogar bei ihm entschuldigt, weil sie O-Ton, also den Falschen, erwischt hatten. Den richtigen Rädelsführer soll das heißen, also so schließe ich das daraus. Den anderen, den hätte man ja zu Recht dann verprügelt wohl. Also man hat ihn halt wüst zu Boden geworfen, in die Kniekehlen getreten, über den Asphalt gezerrt, geschleift, also ja,
Das ist jetzt was, wo der Mandant nicht unbedingt eine Anzeige hätte machen wollen, weil er dachte, dass die lassen es auch auf sich beruhen. Aber haben sie ja offensichtlich nicht, sondern wurde ihm der Prozess gemacht. Aus seiner Sicht hat er den Prozess gewonnen, weil diese Redelsführerschaft war Quatsch. Aber er wurde dann verurteilt zu einer Geldbuße mit 300 Euro, hat er sich an mich gewandt und dann haben wir die Berufung gemacht. Wir haben letztendlich hier auch gewonnen, weil es ging jetzt eigentlich nur noch um die Kosten, weil ihm wurden die Verfahrenskosten komplett auferlegt. Die Kollegin Scharfenberg aus Lörrach hat bei ihm 2.400 Euro für diesen Verhandlungstag da abgerechnet und für das davor weiß ich nicht, was sie da genau gemacht hat und was das für eine Vereinbarung war, aber es ist schon viel wegen so einem Vorwurf. Und diese Kosten, also nicht das, was er der Anwältin gezahlt hat, aber was man so verlangen kann, das kriegt er zurück für die erste Instanz und für die zweite Instanz, was wir hier gemacht haben, auch zumindest teilweise und zwar in der Höhe, in der er im Beschwerdeverfahren obsiegt hätte, weil wir haben sozusagen, was die Kosten angeht, obsiegt. Die 300 Euro Geldbuße sind geblieben. Ich habe politisch auch argumentiert, nicht nur juristisch. Ich habe gesagt, die Justiz arbeitet hier Verfahren ab, die damals sozusagen die Regierungspolitik flankieren sollten, insbesondere auch die Impfpflicht und dergleichen, wogegen man ja demonstriert hat. Jetzt rudern alle zurück, insbesondere die Bauernopfer der Weltpolitik, wie ich sie bezeichnet habe heute, Lauterbach und Kollegen, die eigentlich nur noch im Rückwärtsgang sind und sich entschuldigen sozusagen dafür, dass sie vor allem auch übertrieben haben mit der Maskenpflicht. Darum geht es ja, warum soll man nicht spazieren montagsabends, angeblich damals eben, weil sich der Virus da verbreitet hätte. Das behauptet heute eigentlich keiner mehr, außer irgendwelche Überzeugungstäter. Man sieht ja auch heute noch Leute mit Maske rumlaufen, soll es geben. Die Leute haben es gelernt, eben wenn sie in den Laden oder beim Arzt reinlaufen, ja, die wollen sie halt nicht mehr ausziehen. Ja, ja, insofern, summa summarum, wir haben hier Recht bekommen, weil das Recht es hergibt mit unserer politischen Argumentation, irgendwie gegen diese Pandemie allgemein. Dazu hat sich die Richterin nicht geäußert, aufs Glatteis wollte sie sich nicht begeben. Der Staatsanwalt war verständnisvoll, ist uns auch entgegengekommen, weil wir haben die Berufung beschränkt und insofern, wir sind zufrieden, aber es ist jetzt halt eine komplexe Kostenentscheidung, die ich auch mir erstmal nochmal genauer anschauen muss. Ja, um nochmal zurückzukommen, diese Polizeigewalt, kann man da nichts dagegen machen oder so, da dagegen vorgehen? Natürlich kann man dagegen vorgehen. Ich habe schon Fälle von Polizeigewalt verhandelt, beziehungsweise Leute sind zu mir gekommen, die verprügelt wurden, nicht nur im Zusammenhang mit Corona, sondern auch am Dorffest. Man kommt da schwer dagegen an. Also immer dann, wenn die Polizei auf einen eindrischt, machen die oft auch eine Gegenanzeige. Dann heißt, der hat irgendwie den Arm gehoben, irgendwie sowas, der wollte mich angreifen. Und dann hat man eigentlich einen Rückwärtsgang. Also man muss sich dann verteidigen, dass man irgendwie die Polizei nicht angegriffen hat. Ja. Ich versuche im Rahmen von diesen Verhandlungen dann natürlich die Polizeibeamten ins Verhör zu nehmen. Aber letztendlich entscheidet halt die Staatsanwaltschaft, ob gegen die vorgegangen wird. Und nach meiner Erfahrung machen die das nur, wenn es wirklich nicht mehr wegzudiskutieren ist, in krassen Fällen. Ansonsten wird oft die Taktik gewählt, dass man ein Bauernopfer sich wählt. Also wenn 5 Beamte zum Beispiel beteiligt waren, dann schieben die alles auf einen und der war es dann. Und der kriegt dann aber am Ende trotzdem nochmal eine Einstellung des Verfahrens, weil es ist halt so, die Staatsanwaltschaft kann, das sind ja deren Beamte sozusagen, deren Erfüllungsgehilfen, und die können sich nicht alle wegschießen mit irgendwelchen Strafverfahren. Da wird ja auch niemand mehr Polizeibeamter werden wollen. Das heißt, es ist wirklich nur, und da ist es auch sinnvoll, wenn es wirklich krass ist, Fälle von krasser Polizeigewalt, und damit meine ich nicht George Floyd, sondern wirklich unschuldige Leute, George Floyd war schuldig, und die sollten dann natürlich sich anwaltlichen Rat nehmen, selber anzeigen. Jeder, der sowas gesehen hat, kann eine Anzeige machen. Wenn es mehrere Polizeibeamte sind, ist eigentlich gefährliche Körperverletzung, weil gemeinschaftlich begangen, braucht eigentlich auch keinen Antrag, braucht keine Anzeige. Die Polizei muss eigentlich von sich aus Ermittlungen aufnehmen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel so ein Video hochladen und sagen, da ist das und das passiert, muss die Polizei von Amts wegen ermitteln. Die haben dafür eigene Abteilungen. Interne Ermittlungen, und das wird dann gemacht. Nur, was am Ende rauskommt, entscheidet die Staatsanwaltschaften, und da sollte man sich nicht allzu große Hoffnung machen, aber man sollte es machen, damit sozusagen das Ganze auch nicht schlimmer wird. Ja.
Thank you.